Hallo liebe Zuseher, willkommen zurück in meiner Küche. Auch in diesem Jahr habe ich ein Rezept für alle Freunde eines schwarzen Weihnachtsfestes mitgebracht, aber natürlich auch wieder für alle anderen Liebhaber süßer Weihnachtsleckereien. Jedes Stück ist wie ein Dominostein im XXL-Format. Und dann kommen wir auch schon zu den Zutaten für den Boden. Wir benötigen 300 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter, 40 Gramm Backkakao, 4 Eier, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Lebkuchengewürz und 10 bis 12 Esslöffel Milch. Die Zubereitung des Teiges ist auch heute wieder unglaublich einfach. Ihr gebt einfach alle Zutaten in eine Rührschüssel und vermischt sie kräftig miteinander. Bei der Milch solltet ihr mit 10 Esslöffeln anfangen, so wie ich das hier getan habe. Wenn ihr dann merkt, dass der Teig noch zu zäh ist, könnt ihr immer noch 1 bis 2 Esslöffel hinzugeben. Bei mir waren sie genau passend. Ich gebe den Teig jetzt auf ein Backblech mit hohem Rand, das ich mit Backpapier ausgelegt habe, und verteile ihn gleichmäßig darauf. Die Backzeit beträgt etwa 30 bis 40 Minuten bei 170 Grad im Umluftherd. Die restlichen Zutaten für den Belag sind 300 Gramm Marmelade nach Wahl, 200 Gramm Zartbitterkuvertüre, 1 Esslöffel Öl und 300 Gramm Marzipan. Nach dem Backen solltet ihr den Boden unbedingt vollständig auskühlen lassen. Anschließend habe ich einen Backrahmen um den Teig gelegt und verteile zuerst die Marmelade gleichmäßig darauf. Ich habe mich an dieser Stelle für Sauerkirschmarmelade entschieden. Jetzt ist das Marzipan dran. Verwendet entweder Marzipanrohmasse, aus der ihr eine Decke in Kuchengröße formt, oder nehmt eine vorgefertigte Decke, die ihr zurechtschneidet, so wie ich das hier getan habe. Zum Schluss schmelze ich noch die Kuvertüre und das Öl über einem Wasserbad und verteile sie gleichmäßig auf dem Kuchen. Thank you.
Wenn die Kuvertüre dann vollständig ausgehärtet ist, könnt ihr den Backrahmen entfernen und ihn in beliebig große Stücke schneiden. Und schon ist euer schwarzer Dominosteinkuchen bereit zum Servieren. Auf diesem Wege wünsche ich allen Menschen ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest im Kreis ihrer Lieben, viele Weihnachtsleckereien und natürlich wieder viel Spaß beim Nachmachen. Vergesst auch nicht, über die Feiertage mir weiter auf allen Social-Media-Kanälen zu folgen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.